Sowohl praktisch als auch theoretisch Bemerkungen dazu, wie bestimmt man denn jetzt eigentlich die Parameter im Ersatzschaltbild des Trafos. Wenn wir uns das nochmal vor Augen führen, wie es denn aussah, dann ist das ja dieses Ding hier. Wie kriege ich also diese einzelnen Werte jetzt bestimmt? So, und zwar geht man tatsächlich mit Versuchen vor. Man macht als allererstes einen Leerlaufversuch. Das heißt also, man macht Z2 auf unendlich, belastet das Ding also nicht, legt die Nennspannung an misst, welcher Strom fließt, den nennt man I1.0, ich mache mal den Betrag, weil es eine skalare Messung ist, und misst den Wirkleistungsumsatz. So, das kann man sich noch relativ einfach vorstellen. Der Aufwand ist sicherlich gegeben, dass man nämlich im Wesentlichen wirklich die Wirkleistung messen muss. Aber, naja, tun kann man das schon. So, wenn wir uns das jetzt hier in dem Ersatzschaltbild spiegeln, dann haben wir I2 gleich 0. Das sieht man relativ schnell. Wenn I2 gleich 0 ist, dann geht eigentlich alles hier drüber. Aber auch dieses I1 ist sehr, sehr klein. Und dieser Wert ist klein und der Wert ist klein. Jedenfalls sehr viel kleiner als das hier. Denn wir sehen, das soll ja auf unendlich gehen. Die beiden hier und die auf 0 eigentlich ideal. So, sodass wir hier also ausgehen können, dass I2 gleich 0 ist. Damit sind L Sigma 2 R2 wirkungslos und I1 ist klein, sodass man R1 und L Sigma 1 vernachlässigt. Und wenn man das tut, dann bekommt man das einfache Leerlaufersatzschaltbild, das nur noch besteht aus der Hauptimpedanz. So, das war's. Hier haben wir I1.0 drin und in dem Ding hier, da wird P1.0 umgesetzt. Denn wo soll es sonst passieren? Es kann ja nur in den Wirkwiderstand umgesetzt werden. Das heißt, wir können uns bestimmen, dass IFE, das ist der hier, dann male ich den IMÜ auch gleich hin, IFE ist gleich P1.0 durch U1 oder RFE ist P1.0 durch U1². So, nun wissen wir, weil der eine durch den Widerstand geht, der andere durch den Strom, dass die beiden senkrecht zueinander sein müssen. In der Summe ergeben sie aber I1.0. Das heißt, es muss sofort folgen, Iμ ist Wurzel aus I1.0² minus IFE² und ich kann einsetzen, wenn uns das interessiert, gleich I1.0² minus P1.0² durch U1². Das ist das hier, was ich eingesetzt habe. Naja, was brauchen wir noch? Wir haben dann LH gleich 1 durch Omega, weil eigentlich steht das Omega ja davor, mal U1 durch Iμ, also gleich das hier da unten eingesetzt, mit IU1 einmal durchmultipliziert, weil wir es nicht im Doppelbruch stehen haben wollen. Also U1² durch Omega mal Wurzel I1.0² U1² minus P1.0². So, damit haben wir bestimmt
zwei Elemente des Ersatzschaltbildes. Das erste und das zweite. Wir können ein Zeigerdiagramm zeichnen. So, indem ich mal das U1 als Maßstab auf die reelle Achse lege, wie ich das so oft tue. Parallel dazu IFE senkrecht dazu, IMÜ und I10 in der Richtung. Nun, die zweite Variante, uns fehlen jetzt ja noch ein paar Elemente im Ersatzschaltbild, ist der Kurzschlussversuch. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Denn man sollte nicht einfach den Trafo an die Steckdose anschließen und dann die Sekundärseite primär kurz schließen. Das ist aber das, was tatsächlich passiert. Sekundärseite Z2 gleich 0. Wenn ich das mache, knallt es. Also macht man genau das nicht, sondern U1 langsam erhöhen. Bis I1N den Nennstrom fließt. Und eine Nennstromstärke erreicht es. Und dann kommen wir raus bei einem U1-Kreis. Und dann machen wir wieder dasselbe. Wir bestimmen nämlich die Verlustleistung. So, dass wir jetzt ein Ersatzschaltbild haben, ich schaue es mir hier nochmal an, indem das hier kurz geschlossen ist. Nun, dann geht der Strom im Wesentlichen hier durch. Und was macht das? Die beiden Dinger sind sehr klein gegenüber dem. Das heißt, hier haben wir eigentlich nichts mehr drin. Hier fließt nur sehr, sehr wenig Strom durch. Jedenfalls macht es keinen Unterschied, weil der Bereich hier sehr hochohmig ist oder sehr hochinduktiv ist. Und er wird im Prinzip hiervon überbrückt. So, wenn wir den hier weglassen, können wir die beiden aber nicht mehr voneinander unterscheiden. Wir wissen nicht, beziehungsweise hier unten, so sieht man es besser. Wir wissen nicht, welcher Teil der Streuung ist jetzt eigentlich in L1 und welcher in L2 und welche Verluste sind in R1 und welche gehören zu R2. Also fasst man das alles zusammen zum Kurzschluss RSB. Das besteht aus L Sigma und RCU. Und da wird U1KS angelegt, wir haben UCU und U-Sigma als Abfälle. Und natürlich wird nur hier in dem RCU da P1KS umgesetzt, nirgendwo sonst. Also hier sind IFE, IMÜ sehr viel kleiner als I1, I2. Das heißt, wir lassen den Hauptzweig weg. Ja, und was haben wir dann da? Wir haben natürlich hier jetzt P1KS gleich PCU gleich I1N Betragsquadrat mal RCU. Und wir können bestimmen RCU gleich P1KS durch I1N Betragsquadrat, und das wird auch, naja, gleich verteilt auf die beiden Widerstände. Das ist nicht ganz sauber, aber was soll man tun? Damit können wir die Widerstände jetzt bestimmen, wenn wir sagen, wir haben auf der Sekundärseite genauso viele Verluste wie auf der Primärseite. Nun, der gleiche Strom geht hier durch. Wir haben wieder denselben Ansatz, wie wir ihn eben auch hatten, nämlich dass UCU parallel zu U-Sigma sein muss. Die eine Anspannungsabfall ist hier über der Spule, der andere über dem Widerstand, sodass wir hier uns U-Sigma ausrechnen können als U1KS-Quadrat minus UCU-Quadrat. Nun, das hatten wir.
auch schon. Das ist Wurzel UKS Quadrat minus, ja, gegeben ist I1n Betragsquadrat durch halt P1KS Quadrat durch I1n Betragsquadrat. So. So dass wir dann das U Sigma bestimmen können, und aus dem U Sigma kriegen wir jetzt raus L Sigma, und dasselbe Spaß wie eben, das ist zweimal der Verlust auf der Sekundärseite oder zweimal der Verlust auf der transformierten Sekundärseite oder eben dieses hier gleich Wurzel UKS Quadrat minus P1KS Quadrat durch I1N Betragsquadrat durch Omega mal I1N. So, welche Elemente haben wir jetzt bestimmt und was fehlt uns noch? Wir haben jetzt hier, das Element 3 und 4 bestimmt. Hier haben wir das Element 5 und 6 bestimmt. Und eigentlich fehlt uns noch einer, nämlich Ü. Den kennen wir aber ja schon, das ist U1 durch U2. Der muss noch zusätzlich mit angegeben werden. Und das ist der siebte Wert, den wir bekommen haben. Das Zeigerdiagramm. Mit dem gemeinsamen Strom, dessen Phase ich hier als I1N einzeichne. Und dann die Spannungen noch. Und parallel dazu die Kupferverluste. Senkrecht dazu die Streuung. Und dann U1KS hier eingetragen. Nochmal, was sind die wichtigen Größen? RFE, LH, die Streuinduktivitäten oder hier die Verlustwiderstände und noch der Übertragungsfaktor. Damit sind alle Elemente des Ersatzschaltbildes aus den zwei Messungen oder zwei Versuchen bestimmt.